Ultimate Mirror and Window Smashing Compilation. Das hört sich gut an, Chat, oder? Dann geh mal rein. Geh mal da rein. Da geh mal rein. Ey! Ey! Okay, den Clip kenne ich schon. Den kannte ich schon. Wir können jetzt auch diskutieren, ob es gerechtfertigt ist, dass die Spiegel und Fenster eingeklatscht werden oder nicht. Es geht los. Wir sind jetzt Richter. Okay, jetzt, ich habe jetzt nicht aufgepasst. Der erste Clip zählt nicht. Warum haut er seinen Spiegel weg, Bro? Nochmal. Ja, okay, Digga. Ich glaube, da brauchen wir nicht drüber reden, dass es komplett unnötig war, oder? Chat. Das war gerade wirklich komplett für den Arsch, Digga. Ja, okay, der Typ steht in der Mitte und der Motorradfahrer kann nicht durch, aber. Dass er da den Spiegel wegklatscht, Digga, das ist einfach unnötig gewesen. Oh my God, what a fucking jackass. Also das war unnötig, Digga. Okay, Indien, es wird wild. WTF? Hä? Bro! Was war denn das? Was war denn das gerade? Hat er das mit Absicht gemacht oder war das irgendwie ein Unfall gerade? Hä? Okay, also der ist rübergezogen. Ja. Auch schwierig, Digga. Hätte auch nicht sein müssen, so. Ich weiß nicht, Digga. Also, fandet ihr das war gerechtfertigt, Chat? Nee, oder? Nee? Okay, also ich auch so. Hätte nicht sein müssen, Bro. Bro, WTF? Nochmal. Okay, also die Oma will da langfahren. Er hupt sie an. Aber, ach, Digga. Okay. Er guckt runter und sieht doch, dass sein Fuß beim Reifen ist. Dann mach den doch weg, du Idiot. Also klar, die hätte auch stehen bleiben können, aber dann mach den doch weg, Bro. Er guckt doch runter. Sie fährt voll über seinen fucking Fuß drüber. Bro, das ist eine alte Dame, Digga. Entspann dich. Ja, okay. Hätte nicht sein müssen. Also, er hätte seinen Fuß wegziehen können. Und die Frau hat mir gerade einfach nur leid getan, Bro. Also, ja, sie ist über seinen Fuß gefahren, aber teils verdient. Ja, schwierig. Schwierig. Ja, die ist über seinen Fuß gefahren, okay, ja, aber ich hätte halt einfach trotzdem den Fuß weggezogen. Also ich sag, nicht unbedingt nötig gewesen jetzt gerade. Hätte er seinen Fuß, also, er hätte seinen Fuß wegziehen sollen, meiner Meinung nach. Oder ich hätte es zumindest gemacht. Video, Bro, I got you on video, Bro. Okay. What's up, Bro? What's up? Okay, ich hab nicht aufgepasst. Bro, WTF? Was zum Fick, Bruder? Okay, also das, da brauchen wir, glaube ich, auch nicht diskutieren. Das ist komplett gerechtfertigt. Alter, was geht denn bei dem Typen im Auto ab? Meint ihr, der ist am Handy und hat es nicht gecheckt oder hat er das mit Absicht gemacht? Alter, also da brauchen wir nicht drüber reden, Bro. Das ist ja, Bro. Ich hätte gerne gesehen, wie es weitergegangen ist jetzt. Finde ich auch hart unnötig, Digga. Also nur, weil er keinen Platz macht, okay, es triggert, ich kenne es selber, wenn du auf dem Bike bist und dann fährt so ein Typ einfach in der fucking Mitte, Digga. Aber den Spiegel wegklatschen musst du halt echt nicht. Also ist unnötig, finde ich. Was war denn das gerade? Oh, der war sauer. Okay, da hat man jetzt auch nicht gesehen, was passiert ist. Ja, es macht halt so keinen Sinn. Es macht keinen Sinn, wenn wir einfach Clips sehen, wie Leute Spiegel wegscheppern.
Wir müssen halt schon irgendwie eine Vorgeschichte kennen. Keine Ahnung, was da jetzt alles passiert ist davor. Aber er klappt ihn auch noch wieder auf Ehre ein. Alter, was ist mit dem Typen, Digga? Digga, was ist das für ein Vollidiot? Also ich fand, das war berechtigt, Digga. Also wie der Typ gefahren ist, hat er irgendwie verdient. Danke, Bro, wirklich für 50 Euro, Mann. Vielen, vielen Dank. Unnötig irgendwie, Bro. Okay, er wollte ihn fast gerade rammen, glaube ich. Ich glaube, ich habe ich das richtig gesehen, Chat? Wollte er den fast rammen? Einfach weggekickt. Ja, der wollte den rammen. Okay. Also wenn er den rammen wollte, dann sage ich okay. Da muss der Spiegel dran glauben. What's up, motherfucker? Pull over. Man muss auch an der Stelle mal sagen, es ist extrem dumm, sowas mit dem Bike zu machen, Bro. Auch wenn du aggressiv bist, aber, Digga, wenn ich das Auto anfährt, dann liegst du halt einfach auf dem Boden. Das ist immer sehr dumm, wenn man sowas macht. Alter! What's up, dude? Fuck's wrong with your on camera, bitch? Yeah! Get his bike! Fucking bitch! VTF? Das sah irgendwie lustig aus. W7174. Okay, der hat jetzt gar nichts kaputt gemacht. Okay, auch irgendwie unnötig. Fuck off, you fucking man! Er hat versucht, den Spiegel abzuhauen und hat es nicht geschafft. F in den Chat für den gefallenen Bruder. Gucken wir uns den Zeitloop an. So, er visiert den Spiegel an. Die Faust ist geballt. Bam!
Taekwondo hat er gemacht, der Bruder. 3 Jahre am Stück. Gelber Gürtel. Gelber Gurt, meine ich. Ganz traurig. Das ist der traurigste Clip vom ganzen Videochat, sage ich ganz ehrlich. Einfach nur traurig, Bro. Bruder, das schmerzt. Ja, auch komplett unnötig, was die da machen, Digga. Einfach unnötig, wirklich. Typisch Rollerfahrer. Ach, das ist ein Rollerfahrer. Okay, vielleicht passiert es doch noch was. Hat er gerade schon wieder versucht, den Spiegel abzuhauen? Hä? Er tastet sich an den Spiegel ran. Use your fucking mirrors, prick! Okay, er wird angehupt. Come on, pull over, pull over, pull over now, pull also, over. Bleib pull stehen, bleib over, you've stehen. Got it now. Hä? Pull down here. Pull down here. Come on. Also er sagt, bleib stehen, dann bleibt er stehen, dann fährt er weiter und sagt dann, ja, okay, wir bleiben jetzt woanders stehen. Komm mit, wir bleiben da vorne stehen. Hä? Und jetzt gibt er einfach Gas. I got you all on camera. Also der Bruder ist noch trauriger als der Bruder da vorne, der den Spiegel verfehlt hat. Das ist wirklich noch trauriger. Camera. Bro. Und er bleibt nicht stehen. Er fährt Offroad weiter. Also komm mit. Nee, nee, wir bleiben jetzt nicht hier stehen. Wir bleiben da um die Ecke. Wir sind gleich da. Folgt mir. WTF.